Herzlich willkommen zu Folge 4 von Company of Heroes 2. Es ist gerade noch Standbild. Leute, seid ihr da? Ja. Ah, es geht los, alles klar. Ja, gut. Wir haben jetzt auch wieder diese komischen Panzerschrecke und MG42 Weapon Racks. Ich nehme die Luft. Nahunterstützungsdoktrin. Aufklärungsflug einsatzbereit. Und ja, wir spielen auf The Town. Wer nimmt wo ein, Leute? Ich bin Also schon ich dabei. bin eh ganz oben, ich verbarrikadiere gleich mal die mittlere Brücke. Ja, also wollen wir defensiv spielen und dann durchbrechen? Ja, es geht halt einfach nur darum, nicht, dass die in der Mitte dann durchschlappen, Oder während Benny, wir. kannst du ein bisschen spammen mit Volkskanadieren und ein bisschen auf die mittlere Brücke? Das könnten wir probieren und ich Das. sichere hinten ab. Produktionserweiterung abgeschlossen. Du kannst ja Volkskanadiere spammen oder Panzerfüsiliere oder sonst was. Dass du dann schon mal auf die mittlere Brücke gehst. Und ich nehme zum Beispiel mal hier das Haus mit dem MG-Trupp ein. Ein Pioniertrupp für schlechte Zeiten. Anderes hier. Einfach auf die mittlere Brücke. Das ist nicht die mittlere Brücke, wo die hinlaufen. So was mit denen über die Brücke. Über die mittlere Brücke. Ist im Das Prinzip ist egal, welche über Brücke. hier. Habe ich Scheiße gelabert, ist egal. Auf jeden Fall, Hauptsache, Hauptsache. Jetzt nehmen wir die Jungs. Pflanzen sowas drauf. Und dann machen wir noch einen MG-Trupp. Und dann passe ich auf die mittlere, auf die untere auf. Den nehme ich das ein. Liegt muss man das Haus. Lauf hier doch einfach rüber. Mit denen. Über die Brücke. Über die Brücke. Lass doch die Leute in Ruhe, Du Manuel, die kannst die doch schaffen spammen, das. ich nehme hier doch ein. Alter Kerl, ohne Scheiß. Ja, und jetzt nehmen die da zu zweit ein. Oh, du bist du wieder ein Bauer, Mann, das Die gibt's kuscheln nicht. jetzt eben. Guck dir doch die anderen Leute an, die da rüberlaufen. Du sollst mit denen nach vorne, ich nehme hinten alles ein. Ach, scheißegal, wer da steht. Es geht darum, dass wir die mittlere Brü den mittleren Teil schnell Da jetzt erobern. ein Trupp oder zwei Truppen stehen, das wird auch nicht die Welt Ach, sein, wenn sie das scheiß Jesus. Ding 2 oder 3 Sekunden schneller eingenommen haben. Die nehmen sich schneller ein, wenn es mehr sind. Ich weiß, aber geht darum, dass der ungefähr 2 Sekunden vor dem anderen Trupp war. Ich hab dir schon die ganze, ich hab dir die ganze Zeit gesagt, du sollst in die Mitte oder halt in die Mitte auf die mittlere Insel gehen. Doch dabei, Mann! Ja, mit allem. Wir nehmen hinten ein. So mit allem! So, erzähl mir warum. Macht doch keinen Warum Sinn. nicht? Weil der Rest Ja, die hinten Amis kommen noch, die befestigt. Amis kommen noch. Ja und? Dann sollen sie kommen. Ja, wenn wir wieder leichte logistische Schwierigkeiten. Halten du mich auch. Okay, mittlere. Wo sind die Gegner? Hier gibt es einfach nur keine klare Kommandostruktur. Hast du schon gesehen, Marcel, man kann jetzt übrigens auch Panthertürme bauen. Ich baue hier gerade überall Flakscheinwerfer. Also komm. Holy shit! Oio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 
Oh, gut, dass ich die Mitte mit, keine Ahnung, 100 Mann gedeckt habe, weil unten brechen sie durch. Oder wollen sie durchbrechen, so rum. Oben kommen sie nicht so weit durch. Mir gefällt nicht, dass das MG in die falsche Richtung zieht. Oh doch, doch, oben versuchen sie es. Oh nee, bleib drin, bleib drin. Nein, 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 nein. Egal, komm. Ja, komm, dann geh doch wieder rein. Gut, dann gehen wir hier ein bisschen zurück. Die Produktionskapazitäten wurden erhöht. Und ihr baut mal das. Hier wird gehalten hier am Acker. Ich komme mal ein bisschen näher ran. Ja gut, die werden hier halt wirklich vom Volkssturm niedergemacht, die Amis. Weil wenig spammen kann. Gut, ja. Natürlich werden meine Granaten einfach wieder vollkommen dezimiert, weil hintenrum auch Leute durchrennen. Tatsächlich sagen, man spamme ich überhaupt nichts. Was ist? Momentan spamme ich überhaupt nichts. Ja, aber vom Anfang halt ein Haufen Shit und die haben mir gerade meinen Granatwerfer geklaut. Weil ja, das ist wirklich Gegner scheiße. Sind. Ja, warte, warte, warte. Wo ich war der? Da ist der, okay, alles klar. Hab ich da gerade eine 20 mm ge... Oh ja, schön. Was, die Flak von Benny? Ja, ja. Wunderschön. Der kloppt schon mal rein. Sie kannst du ja... Weiß ich, 359 Grad drehen, ne? Ja, 359. Wie einfach in der Mitte das halt. Ich will nur ranzoomen. So, da ist Fritz und seine Freunde. Da sind Fritz und seine Freunde, die rennen jetzt vor. Fritz, Friedrich, Heinrich und Co. bei der Arbeit. Die haben... Guck, meine defensiven MGs haben sich schon rentiert. Rentiert. Egal. Alles klar. Wir sind heute wieder toll. Ich war das vorhin... Zwischendurch. Hast du illegale Drogen konsumiert? Hinter uns. Okay, du hast Schutzgradierer mit leichten MGs. Okay, okay, okay. Die kesseln uns ein bisschen ein in der Mitte. Also euch, ich habe momentan die defensiven MG-Stellung und auch mal ein paar Panzergrenadiere für schlechte Tage. Ganz oben da. Ansonsten Sturmgrenadiere mache ich auch mal. Aber wir können sie ja in der Mitte anscheinend halten, gehen wir ein bisschen näher ran. Den intensiven Häuserkampf hier. Da hat gerade den Ludwig erwischt. Hier rund, hier wird ein... Sieht man Nebel? Ja, auf. Nebel gefällt mir gar nicht. Schau, was hat man ja gerade einen Bunker gebaut, von Benny wahrscheinlich, ja. Ja, ich baue da gerade ein paar Bunker und meine... oben baue ich einen Bunker, baue auch noch einen Bunker. Paratroop, was um die Ecke. Und jetzt mache ich noch einen weiteren Bunker. Nicht ums Retzen zu können. So. Kollegen Panzergrenadiere sind da. Und hinten kommt nichts durch. Das ist soweit schon mal ganz gut. Marcel baut hier. Okay, jetzt ich bin durch. Bin kaputt. Wieso denn? Die Jungs kommen mit dem Fahrzeug. Ja, aber das Ganze, das ist noch zerstörbar. Was? Hab da oben ja nichts, was. Doch, das kann auch gut ein paar MGs halten, ein paar MG-Schüsse, aber dann. Irgendwann geht das Ding auch. Dauert halt ein bisschen. Doch hat's nichts verloren. Halt vielleicht gerade. Doch, doch, ein bisschen hat's verloren. Ja, das fährt jetzt eh wahrscheinlich schon. Du musst es einfach irgendwie zu deinem Flak locken, dann macht es. Und reparier deinen Flak übrigens. Oh, okay. Und warte mal, ich werf dir mal hier noch was Schickes ab. Erstmal noch ein bisschen Medizin, dann kannst du deine Truppen heilen. Nee, ich habe sowieso vor, ein Dingens, den Vital Shit auszu. Nur eins nehmen, das reicht für den ganzen Sektor und für allen. Oh ja, Medikamentabwurf. Und hier haben wir in der Mitte die Stellung. Und
Wenn ihr die einigermaßen gut durchhält, weil das Halbkettenfahrzeug wieder hinten rumgammelt, aber es... Okay, okay. Gut, die versuchen ja, das Halbkettenfahrzeug fährt gerade weiter. Haben wir da was stehen? Wenn irgendwas was Fahrzeuge kaputt macht? Weil ich habe nicht so recht. Sekunde durch. Ich habe nur Standbilder gerade. Ich auch. Panzer 4 ist unterwegs. Wie sieht's bei Marcel aus? Eigentlich alles gut soweit. Das mit den Scheinwerfern habe ich übrigens auch gar nicht gewusst, ne? Ja. Ich wusste nur, dass es die Panthertürme gibt. So. Achtung, da kommt das Hurensohn da, oder? Ich merke. Nee, das ist ein dickeres, das ist ein Flugabwehrgeschütz. Mhm. Dringend tut mir ganz schön weh. Ach, papalapap, hier seht ihr erstmal. Das macht mal. Zack! Ey, wieso bin ich nicht überfahren? Jungs. Ich kann den Teil nichts entgegensetzen. Kein Thema. Guck mal, was um die Ecke kommt. Ah, ja, schön, schön, schön. Also mal einen überfahren. Jetzt hier. Und tschüss. Kannst du ja mal einen Bunker bewegt, aber kann ich ihn noch aufbauen. Ohoho, Benny macht die kaputt. Bin auf dem Weg. Jawohl! Und klauen, klauen, klauen. Benni, hast du irgendwie einen Pio-Trupp? Ich denke, den haben wir schon die erste Pack gespart. Ja, Moment, ich kann mit meinen Dingens gerade einnehmen und dann lasse ich halt nachkommen. Ich fahre mal was in die Mitte und zwar so ein Granatwerfer-Ding. Hinter uns sind so ein paar Etappentrupps und ein paar Muschis. Die lasse ich da, wo sie sind. Achtung, hier ist sogar noch ein Fahrzeug. Dann laufe ich mal mit den Jungs hier wieder rüber. Kommt direkt was entgegen. Wieder Paratroopers. Zeigt den Jungs mal hier, was Sturmgrenadiere sind. Sturmgewehr 44. Sehen wir sie hier. Voller Montur. Da rennen die anderen weg. Uns steht ein Mörsertrupp zum Einsatz bereit. Ich versuche ein bisschen mit der Kamera so mitzuarbeiten. Ihr wisst ja, wegen weil authentisch. Holy shit. Ja, oh Gott, das ist so geil. Och nö. Zurück. Die haben in der Mitte ein paar Mörser errichtet. Wir haben rechts ein paar Mörser errichtet. Da machen wir mal Brady. Da hinten ist so ein Mörser-Kettenfahrzeug, die ist auch richtig nervtötend. Also den habe ich auch gerade gebaut. So, wie von den MGs in Bunkeranlagen wird das mal jetzt abgehalten. Du wolltest gerade die Ausrüstung gerade mal Panzer folgen, wenn hier. Denn ja, Moment, da vorne Moment. Ist schon so ein. Da ist der Mörsertrupp. Die Panzer treffen echt nicht mehr so gut wie früher. Das kommt mir nur so vor. Kann man jetzt nicht mehr sichern. Achtung, Sherman, erster Sherman in der Mitte, direkt gefolgt von dem Steward. Zurück. Habt ihr Panzerfahrzeuge? Noch nicht. Doch. Aber ich hab ja noch die Pack. Panzer 4 kommt. Wir haben Panzer 4 in die Mitte. Genau. Ball einfach auf den Steward. Der hätte nichts. Oh, lol. Das hab ich nicht gesehen. Ich guck, dass wir so ein bisschen aufhalten. Wo sind denn die? Das sind sie doch. Ist. Panzergrenadier, eine Pack. Der Feind greift eines unserer Gebäude in vorderster Front an. Ich habe jetzt gerade hinten ein bisschen nicht drauf geachtet. Woher musst du gar nicht vorfahren? Jeweils der Säbeln, die wir hier. Aber bekommt ihr auch so arschwenig Arbeitskraft? Ja. Das ist ganz normal, ja. Aber diesmal kein Mod oder sonst was mit drin. Den Multiplikator reinhaut oder so. Hat eines unserer vorderen Gebäude zerstört. Neue Panzerabwehrkanone eingetroffen. Ein Sturmgeschütz ist bereit zum Einsatz. Panzer 4 von mir ist auch da.
du gleich jetzt. Was Panzer 4 down, Panzer 4 down, Schirm ist down. Ja, hier oben ist auch ein Schirm down. Da hinten fährt ein großer Schirm, gell? Und seiner mit einer dickeren Kanone, ja, ich seh's. Mini, kannst du einen Panzer 4 reparieren? Der ist jetzt zwar nicht groß, wo ist er denn? Beschädigt. Der steht noch über deiner Dingen. Ja gut, das hat er nicht nötig, aber okay. Sicher, sicher. Ich mache jetzt mal noch nicht die dicke Dingen. Ich will eher noch einen zweiten Panzer 4. Also hier ist auf jeden Fall schon mal Anti-Panzer. Ich bleibe im Sturmgeschütz aber mal auf der Seite. Nicht, dass der dann irgendwie unnütz drauf geht. Wollen wir die zwei Panzer 4 mal einen Vorstoß wagen? Nein, ich hole gerade einen Aufklärungszug. Das Stück fährt auch gerade noch runter. Würde ich auch sagen, wartet noch einen Moment, ich habe gerade meinen Panther geholt. Dreh den. Dreh die Pack, Benny, dreh die Pack. Oh Gott, was macht ihr denn da oben? Na scheiß, wie ist der hingekommen? Können wir mal schnell dran. Der Stück live. Lauf, kleiner Pack, lauf. So. Ich glaube, da unten ist noch ein, so eine Panzerhaubitze, so eine Buchtliege. Ja, geh weg, Junge, verpiss dich. Einer wie immer, 101. Da haben die Amis keine Chance in ihrer kleinen Schale. Zerstört. Also der Panzer 4. Der Klassiker. So, jetzt haben wir den Fumble mal zurück, weil hier ist ein bisschen... Oh, Jackson. Aber der Panther hat eine höhere Reichweite, glaube ich. Jawohl. Schön in die Kronjuwelen gesemmelt. Dass ich den Steward. Hier steht übrigens noch ein Dingens, auch ein Jagdpanzer. Wenige nicht zu nah dran, ja. Ach, das dürfte schon gehen. Ja, verstehe aber in erster Linie nicht, warum mein Panther außen rumgefahren ist, weil eigentlich wollte ich den nur bis zur Mitte holen. Ah, das ist die KI, weißt du doch, wie die ist. Los, kleiner Medic-Trupp. Verreckt. So, Achtung, Achtung, Marcel, da kommt ein Wolverine. Ja, hab ich schon gesehen. Schon wieder. Okay. Wieder ein Granatwerfer. Ich helfe dir gleich, ich muss gerade schnell meinen Panzer zusammenschrauben. Oh, weg da, weg da. Ich lass mal die wegbordern ein bisschen. Zack, da haben sie schön kassiert und... Scheiße. Stucker. Ich höre sie schon, ich höre sie schon, ich höre sie schon. Und tschüss. Boom. Zwei Ziele zerstört. Wir haben einen neuen Panzer 4. Ich repariere den Panzer gleich, Manuel. Übrigens, bei mir spawnen jetzt die Panzer auch hier schon auf der Insel, auf der mittleren. Ja. Ich habe jetzt ein paar in der Mitte, ein paar Panzer. Wobei das hier, na gut, was heißt ungünstig, noch geht's. Gut, dass man auf die Mörser schießen kann. Die stehen ja gut da. Ja, wir kommen auch rüber. Und hier kommt so ein Dingen um die Ecke. Keine Chance, Hack erledigt das. Vorne. Hier vorne ist gerade alles ziemlich zerstört. Der Panther steht hier vorne und Benny. Der hat sogar mal das Kennzeichen, so ein Bundeswehr-Kennzeichen. Ist ja auch die heutige Bundeswehr hier, der Tarnung, der Skin von. Das ist böse, das ist böse. Die gehen mir ziemlich auf den Sack. Tut die Einheiten da weg, da kommt Napalm, beziehungsweise Phosphor. Vor dir? Okay, nice. Meine Verteidigung etwas stärken. Oh shit, ist da viel geil. Das habe ich auch gerade gesehen. Aber da habe ich schon eine Lösung für. Wenn du mir ein bisschen Zeit verschaffst. Der Panzer 4 ist gleich zusammengeschraubt, gell? Und noch ein Pio-Trupp mit Dingen. Pio-Trupp mit Flammenwerfer. Dein Panzer 4 ist fertig. Die Jungs. Manne. Ist fertig. Du
Möglichkeit, dass sie sich hier nicht auf unserem Gebiet großartig breit machen. Osten ist unterwegs. Und ich fahre mal hier lang. Wobei ich erstmal hier stehen muss. Ich höre auf den Aufklärungsflug dann. Ey, hört auf, ist kaputt zu machen. Das hat teuer Geld gekostet. Da ist der Ostwind schon. Jetzt qualmen wir die Jungs erstmal weg. Und der Flammenwerfer hat irgendwie keinen Schaden. Und Bulldozer, das ist jetzt ungünstig. Der war doch früher viel effizienter. Lass mich sehen, was du willst. Stukas bereit für Bombardement. Könnte ein ganzes Pferd essen. Versuch doch du mal deinen Panzer zu essen. The fuck? So, also, unser Mietsfahrzeug ist mir zerstört. Die Pack muss mal ein bisschen besser stehen. Jetzt kommen die hier mit ihren. Oh. Ich glaube, die Pack steht eigentlich ganz gut. Hier oben ist er halt schön gedeckt. Da lasse ich meine Bunker drauf gehen, als die Pack bin. Meiner Pack, ihr Spackos. Ich muss den Bulldozer zerstören. Ach, halt doch's Maul, ey. Kacker Bulldozer. Egal, Ostwind, gib dem einfach. Dem einfach Heckpanzerungstreiber hier, zack, zerstört. Jetzt vor, Jungs. Ein Kessel, den hat sich hier da. Ansonsten können wir jetzt mal hier schweren Dingen bauen. Oh, ein Abgang. Einfach überfahren, Jungs, so ist richtig. Benni, ich kümmere mich drum. Hm? Wo drum? Ich kümmere mich da drum. Ach, da drum, okay, oh, okay, gut. Jungs, einnehmen, einnehmen. Dann bestmöglich den Osten reparieren. Zum Einkesseln da die Spackos. Wo die mal alles herkommen, ey. Ist doch einigermaßen dicht hier alles. Eigentlich ziemlich dicht, weil wir haben die drei Frontbrücken ja eigentlich besetzt. Da kann keiner durch. Trotzdem schaffen die es. Ja, die haben ja Fallschirmjäger, aber die sind nicht durchgekommen. War ja auch Fahrzeuge dabei. Die haben da wahrscheinlich einfach ein bisschen was hingeschmuggelt gehabt. Die ganze Zeit über. Nein, dass sie sich irgendwo so im Blindspot versteckt haben. Hier oben schon alles rausgeschissen aus diesem. Ich dachte gerade, das wäre ein Friedhof hier oben, aber nee, ist kein Friedhof. Ah, da kommt wieder ein Sherman. Oh, ja, gut, davon steht direkt ein Stuck. Kannst du vergessen. Gib mir meinen Abgang. Ach, deswegen fährt er da immer außen rum. Panzersperren. Ja, ja. Jetzt hat er Panzersperren gebaut. Das ist schon gut, schade. Egal, können wir die Stuka betrachten, ist auch schön. Die hier sind den Panzern hilflos ausgeliefert. Ich hab dich geschnitten mit deinem scheiß Tiger. Dann haben wir. Nee, haben wir nicht genug, schade. Hey, hey, aus dem Weg! Was gerade mein. Was fällt dir ein? Oder ist der Tiger? Ja, da schießt der Tiger auf meinen süßen Panzer Kampfwagen 4. Warum habe ich das eigentlich so ausgesetzt? Der Wolverine ist ja komplett zerlegt. Jetzt kommt hier unten durch. Das ist Infanterie, da kommt auch ein Fahrzeug, ein Bulldozer, toll. Hey, warte. Wer ist mir gerade auffällt? Doch nicht auf den Spölder. Nicht auf den, das ist Sturmgeschütz. Oh Leute, ich hab grad mega den Schreck bekommen. Ich dachte, ich könnte keine Königstiger mehr machen.
Hat doch mal letztens auch gemeint. Wo kann man die denn machen? Nur noch im Hauptgebäude halt. Also er ist ja doch früher auch die ganze Zeit so. Nee, davor konntest du die reinrufen. Nee, ganz früher konnte man die Hauptgebäude machen, wenn man alle drei Sachen gebaut hatte. Jetzt kann ich ihn machen. Nee, aber ich meine, davor konnte man ihn einfach so, ne, beispielsweise über die Karten da reinbringen. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber eigentlich so muss ich ihn extra bauen. Das ist richtig nervig. Ja, früher war das normal. Ich weiß, aber das ist richtig nervig. Dauert zu lang. War auch im Real Life normal, dass du erst einen Panzer bauen musst, damit du ihn benutzen kannst. Warum? Was spacken die Jungs denn so rum? Was ist schon wieder los? Betty, dein Panther stört ein bisschen. Nein, nicht anders. Bei mir ist dein Panzer gerade einfach durch meinen Panther gefahren. Dass ich manchmal drehen, da krieg ich's kotzen. So. Lass dich nicht mit den Kollegen treffen. Soll ich mal auch mal einen Tiger? Die Mitte ist einigermaßen gedeckt. Ist flack. Ist irgendwie in den falschen Weg geschießt, aber gut. Aber Jungs, macht das schon richtig. Aber die Flakstellung sieht schon richtig aus. Wenn die irgendwie nur in die Luft schießen. Unten geht es ziemlich ab. In der Mitte erfolgt der Vorstoß. Jungs, guck mal ein bisschen vor. Reparieren. Da kommt der Königstiger. Sehr schönes Exemplar hier. Nur noch sehr selten freie Wildbahn. Ja. Sehr selten freie Wildbahn. Der seltene Königstiger. Traurige Sache, der Tiger stirbt auch aus in Deutschland. Ja. So, ansonsten haben wir noch ein paar Leoparden haben wir. Jetzt haben wir gut hier gelegt. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wir haben drei Gegner, das heißt die sind oben und unten, ne? Okay. Gut, vergesst es. Ich hatte gerade die Idee, irgendwie Versorgungswerke abzuschneiden, das macht keinen Sinn. Also für jeweils andere vielleicht schon irgendwie von den ganzen Gegnern, aber wir machen die so oder so platt. Dass du gegen das Gebäude schießt. Komm auf den Ohr, Kollege. Oh, nichts mehr durch, die haben wahrscheinlich... Was das wohl für ein Gefühl sein muss. Ja. Wenn auf einmal so ein Tiger um die Ecke kommt. Alter, hat der denn umgefahren? Vor allem, der bewegt sich noch so, weißt du, so als, weiß ich, wie so ein Foul beim Fußball. Oh, der hat mich angerempelt. Ja, ich kann die hinrechten, warte mal, ich zeig's dir, siehst du den? Ja, fuck. Du meinst, ich brauch's einen Halbtoten. Meinst, ich kann die hinrichten lassen. Ja. Warte mal, drüber oder ähnliches. Denk dir mal, so, jetzt krabbelt er da so rum. Haben wir jetzt? Nee, der ist doch einfach verschwunden. Das ist dreckig, ne? Wollt ihr eigentlich hinrichten? So, da kommt der Tiger. Oh, ich höre den Königstiger. Ja, den hört man. Der geht ab. Der hat's gerade geknallt. Kommt das nächste Kackfahrzeug, halt Kettenfahrzeug. Aber wie man so schön sagt, keine Chance gegen deutschen Stahl. Da machst du nix. So, jetzt haben wir hier... da kommt so ein Sniper. Das lohnt jetzt natürlich, aber gut, das sind ja PC-Gegner. Ich glaube, den Sniper hatten sie schon einige Zeit davor. Kann gut sein, dass sie die ja positioniert haben, ja. Falls man eventuell einen Vorstoß mit Infanterie gewagt hätte. So, jetzt haben wir hier... Oh. Panzerverband 1. Auf Tiger, das bin, bis du dein Rohr gedreht hast, sind die schon über die Berge. Das ist hier Sniper-Duell. Die Panzer 4 gegen Sniper. Man gewinnt. Natürlich das Sniper-Duell. Boah. Da hat er weggeknallt. So eine Bunkerstellung, der Typ, der da an der WMG sitzt, der denkt sich da auf das Kacke, ne? So, die haben ja immer noch Mörser. Ah ja. Der Vorstoß. Der die kaufe ich mir. Ist unaufhaltbar. Boah, wenn der Königstiger schießt, ey, da wächst kein Gras mehr nachher, wo der hinballert. Natürlich wächst ja kein Gras mehr, weil da kein Boden mehr ist. Jetzt gehen wir sie natürlich ein, jetzt holen sie da in ihre Basis. Und den
sie sich. Ist gerade leicht ungünstig, ein paar hauen hier über die Brücke ab. Jetzt denken sie sich auch, hätte ich doch keinen Krieg mit Deutschland angefangen. Ruf gelaufen. Vielleicht das ein. Zack. Ah, ich stucke so. Bombe. Versteht ihr den Witz? Egal. Ah, Heuball zerstören. Und 3,7 cm Kanonen ballern immer schon auf die Gebäude drauf. Hier oben. Es wird auch noch nach den Gegnern gesucht. Hier sieht man schön. Schön Stuck 3. Mit Seitenschutz. Wunderbares Exemplar. Da oben versteckt sich der Erhard. Sitzt an seinem MG und ist zur Stelle, wenn die Infanterie kommt. So. Weiter zur Zerstörung. Die können uns jetzt natürlich nichts mehr entgegensetzen. Deswegen, also ich persönlich spiele halt gerne mit erhöhten Ressourcen, aus dem Grund, naja, also gerade wenn man gegen PC-Gegner spielt, ist es dann natürlich ein bisschen spannender, wenn die ein bisschen auch Fahrzeuge spammen können. Und nicht nach 5-6 Panzern dann ruiniert sind, aber im Normalfall ist ja auch ein Spiel nur eine halbe Stunde lang. Wir versuchen hier nur so epische Schlachten zu inszenieren. Da gibt es ja noch ein paar lustige Maps. So High Resource Map, also schon ganz, ganz, ganz viele Ressourcen. Da kann aber Benny wahrscheinlich nicht mitmachen, weil sonst sein PC abkackt. Aber irgendwann dann, wenn wir dann mal schön hier in Reihe und Glied stehen und hämmern volle Kanüle da auf die Basis. Wenn was vorbeigeflogen kommt, dann auch der Ostwind. Nee, Alter, hätte ich echt nicht gedacht, dass ich hier unten mal noch Unterstützung krieg. Fällt auf einmal so ein Königssieger vorbei. So, ja, ist das schon eine Weile. Ah, doch, da. Hier, guck mal, ich richte den jetzt mal hier hin. Achtung! Guckt euch an. Ja, wen denn? Da, siehst du den Typ, ne, der da rumkrabbelt? Achso, ja. Das heißt Truppenverhör. Ich sehe jetzt die kompletten feindlichen Einheiten. Dann kriegt er Gnadenschuss. Bam. Ehrlich, Lord, das kann ich noch gar nicht. Das ist von dem Elite-Truppendoktrin. Okay, es ist nice. Hier wird jetzt ein bisschen weg. Überhaupt die gegnerische Basis. Burned. Ach, da muss die sein. Na, dann fahren wir da mal hin. Weg, Junge. Auf geht's, König. Brenn, Kollege, brenn. Da-da-da. Die Gräueltaten des Krieges. Da unten steht noch ein Gebäude, Jungs, da steht noch ein Gebäude, das kann doch nicht sein. So, alles drauf, es kommt ein Stück weit gleich um die Ecke. Holz unendlich lang. Und da kommen sie angeflogen. Da. Ach ja, die Jungs am Style. Oh, da oben haben wir auch noch Bulldozer. Ja, das Problem ist, wir müssen mal gegen was anderes spielen außer Amis. Denn die Russen, die gehen halt auch auf den Sack. Aber müssen wir auch mal machen. Oh, guck mal, da kommt so ein Militärlastwagen. Piss dich, Kollege, zack. Und gegen die schmeißen auch richtig mehr die Soldaten raus, die Russen. Deswegen gegen die vielleicht ein anderes Kriegsgefühl, das klingt komisch. Lass doch den Bulldozer in Ruhe, der macht dir doch nichts. Und da kommt der Mini-Sturmtiger, auch bekannt als Sturmpanzer 4 Brummbär, also sprich so ein Sturmmörser. Oh ja, was ist das und denn? Was denn? Aber ja, Mann, mein Lieblingsauto ist wieder im Start. Kfz-251, aber ist ja mal brutal. Hey, einfach zwei Flammenwerfer an die Seite. Das ist die Erweiterung, kennst du nicht? Das Ding ist schon fett, ja, Mann, das ist richtig krass. Das ist so ein zu kleiner Transporter. Ja, einfach zu Flammenwerfern an der Seite, ja, der ist schon geil. Es ist schon hart, andere. Ja, den kannte ich noch nicht. Das war im Early Game eigentlich relativ sinnvoll, weil der brennt ja die Infanterie ziemlich hart weg. Aber ja, das Tarnmuster ist so klasse. Also der Königstiger, der sieht schon nicht übel aus. Oh, wie der Turm sich dreht. Und dann steht da irgendwas mit ich glaube, das heißt, da steht einfach nur meine Ehre heißt Treue oder so auf Französisch. Denn das Bildzeugs hier von Benny ist von der Hilfstruppendivision der Franzosen oder so irgendwas.
Und ja, da vorne ist das letzte Gebäude. Hört auf, darauf zu schießen. Die Dinge macht den Rest. Warte, was meinst du ist von der Hilfstruppendivision? Dein Banner, Wappen, was auch immer, Signal, Ding. Du meinst auf der Seite von meinem... Ah, aber schneller. Manuel, meinst du auf der Seite von meinen Panzern? Ja, dieses Symbol halt. So, wie sieht's bei euch aus? Fahrzeugverlust? Ich hab null. Das ist doch, nicht von den Franzosen, Manuel. Doch, das ist von den Hilfsfranzosentruppen. Und ja, die hatten Kollaborateure. Aber gut, das dann zu diesem Spiel, würde sagen, war nett, vielleicht ein bisschen einfach, aber haben gute Stellung halten können, lief ganz gut soweit. Würde ich sagen, in der nächsten Runde vielleicht mal ein bisschen mit mehr Pep. Ja, vielleicht mal gegen die Russen oder so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.